Moin Moin, herzlich willkommen beim Hamburg, die Tour Server. Wir spielen hier in einem neuen, also Los Santos wurde zu einem Hamburg und wir haben ein paar Jobs gemacht und wir stellen uns jetzt in dieser Serie ein bisschen die Jobs vor. Der erste Job ist der Lieferant und den machen wir jetzt mal direkt. Genau. Ja, ich als Serverinhaber von einem niegelneuen Server. Jo, bin so ein bisschen für die Community zuständig. Ich habe noch einen, der ein bisschen die Mods einstellt, also Mods holt und sie einstellt. Und dieser Job wurde sozusagen eingestellt von ihm, dem Lukas Bauer. Ingame. Und genau, ich bin jetzt gerade so glaube ich, zweiten oder dritten Mal am Job machen. Ich glaube, drittes Mal. Und ich habe immer nur kurz gemacht. Wir müssen, wenn nicht so viele Spieler online sind, nicht zum Beispiel an roten Ampeln lange warten, kurz stoppen, umschauen und dann kann man wieder fahren. Und jo, genau. Ich tue jetzt einfach weniger Rollenspiel für, wegen der Erklärung machen, aber sonst mache ich natürlich in den Livestreams und Let's Plays auch Rollenspiel. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich alles vorstellen soll. Also ich kann jetzt nicht jeden Beruf direkt machen. Ich mache es einfach dann, wenn ich zum Beispiel den Beruf gewechselt habe, drinnen bin, dann mache ich eine Vorstellung. Kommt einfach auf den Server, ist frei zugänglich. Ist eine Mexiko-Flagge, cool. Ist glaube ich schon im Spiel drin gewesen. Und ihr könnt die Jobs natürlich direkt machen, die kleinen. Zum Beispiel Feuerwehr oder Polizei muss man natürlich sich ein bisschen man muss sich einfach vorstellen was. So, man muss einfach immer zu einem Tor, zu einem Garagentor gehen und dann, wenn es fertig ist, wieder wegfahren. So, schau mal, 797 habe ich momentan Bargeld oben rechts. Und der Server, der wird schon ziemlich gut geleitet, natürlich ist aber aus Kostengründen nicht gerade so professionell alles. Aber ich finde viele Sachen schon sehr viel besser als auf anderen Servern, wo ich schon war. Es gibt natürlich Profi-Server, wo ich schon war, da kann ich es noch nicht vergleichen. Die sind natürlich schon viel, viel besser, aber ich bin froh, dass wirklich so viel gemacht wird. Weil für mich ist es auch sehr kostenspielig gewesen, ich musste Mods manchmal kaufen, sehr viele sogar. Und ja, bin echt mega froh, dass seit 2 Jahren einer mir hilft, das alles einzustellen, oder? Weil ich sonst das nie veröffentlichen könnte. Er ist eben so der Technische und auch so ein bisschen derjenige, der in-game ein bisschen aufpasst, dass nichts schief geht, dass niemand irgendwie schlechte Dinge macht. Weil ein Rollenspielserver sollte natürlich so klappen, dass es für alle angenehm ist. Nicht einer irgendwie benachteiligt wird oder sogar betrügen könnte oder so. Also, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind an einem Papierwerk oder so hingegangen und haben Post geholt. So ein Postding. Und die haben wir hier zum Verteilerzentrum gebracht. Und wir haben eigentlich immer wieder neue Missionen. Also jetzt müssten wir vielleicht irgendwo anders hin. Und man levelt. Man hat ein Leveling-System. Das habt ihr vorher wahrscheinlich kurz gesehen. Jetzt könnt ihr kurz zurück, bis wo ich da im Verteilerzentrum war. Und dann sieht man es, glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht von einer Taste. Man muss jetzt einfach nochmals dort zurückgehen. Und dann sehen wir es. Und hier vorne, also das ist jetzt immer ein bisschen ganz wenig anders. Es ist wirklich jetzt momentan morgen, also ja, Mittag ungefähr. Es ist noch niemand hier online. Einfach ein bisschen schneller fahren. Einfach schauen auf den Stresszustand. Das ist so eine Art Schutz, dass man nicht immer rast. Okay, hier ist das Tor. Oder auch nicht immer ständig sehr stressvoll fährt und so. Also driftet oder sonstige Sachen macht. Und ja, es ist auch ein Lebens-, also unten ein Health-System, Essenssystem, das ist das Orange unten unter der Minimap. Dann gibt es ein Wassersystem, also ein Wasser trinken. Und das rechts daneben mit dem hellblauen
das ist der Geisteszustand, wenn ihr da zu viel übertreibt, habt ihr manchmal so verschiedene Halluzinationen. Ich kann das nicht ansprechen. Und ja, dann seht ihr manchmal Dinge, als würde der Server irgendwie gerade Rubberbanding haben oder so. Aber es passiert eigentlich nicht so viel, also es kann nicht so viel benutzen, weil ihr das nur simuliert. Und wenn etwas passiert, oder dann ist der Testzustand zu hoch und man hat es nicht genau gesehen, was passiert ist. Jo. Aber es wird noch ein bisschen genervt, also es ist momentan noch ein bisschen zu viel eingestellt. Und deshalb fahre ich jetzt eigentlich gerade mit Mega-Tempo oder so. Jo, also jetzt sieht man, glaube ich, das Level. Oder man muss einfach hier vorne hingehen. Ich habe jetzt gerade noch nichts gesehen. Ich habe 40 verdient. Ja, eigentlich fast 100, glaube ich, oder so. Zum Arbeiten, Job Level 14. Also das ist kurzes Liefern. Das ist frische Güter ab Level 25. Und das ist, ja, schweres Gerät, schwere Lieferungen. Und ja, das macht man einfach ab und zu. Man verdient natürlich nicht so viel wie die professionellen Jobs. Aber wenn ihr einfach mal sagt, ja, ich will ein bisschen Abwechslung, dann könnt ihr solche Jobs machen. Natürlich ist es nicht gerade so mega spannend oder interessant. Aber wir wollen ja auch, dass die Leute ein bisschen Geld verdienen können mit anderen Sachen oder einfach, wenn man gerade nicht so viel Zeit hat, mal eine Tour machen kann und nicht gerade so extreme Jobs, wo man einfach auf dem Server bleiben muss und ständig irgendwas überwachen muss oder immer wieder zu den Einsatzkräften als Krankenfahrer, Krankenwagenfahrer oder so gehen, als Sanitäter. Oder jemanden verhaften und dann bleiben, bis derjenige halt im Gefängnis ist oder so. Das ist einfach natürlich, jo, ziemlich, jo, etwas zu machen gibt. Wieso werde ich jetzt hier durchgeführt wegen Einbahnstraße? Denke schon. Okay, ich gehe in den Navi nach. Das wäre dort, aber da geht es wahrscheinlich wegen Einbahnstraße nicht rein. Falls ihr es gesehen habt, wir haben ja ein paar Sachen, neue Sachen eingefügt, zum Beispiel Straßenschilder. Die zeige ich euch jetzt auch noch gerade. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ich tue ja immer wieder Livestream, meistens so am Nachmittag oder Abend. Und dann könnt ihr dort auch noch viel fragen und lernen. So. Okay, das ist. Okay, man muss auch hier bleiben. Ich dachte schon, ich müsste dorthin zum Animation. Genau, also die Post wurde aufgeladen, wir gehen ins Verteilzentrum wieder. Jo, und das waren jetzt, glaube ich, 3 Touren. Und ja, ihr müsst eigentlich meistens hier im Industrieviertel irgendwo hin. Wir werden das sicher ausbauen, aber wir müssen das alles noch anpassen, oder? Es ist fast noch ein bisschen zu früh, dass die Jobs wirklich sehr gut ausgebaut sind. Jo. Das sind wirklich nigelnagelneue Jobs von uns. Das haben wir mit einem Job-Editor gemacht. Und jetzt gibt es zum Beispiel dann bald Farmer noch. Es gibt schon Miner. Es gibt zum Beispiel auch bald einen, der Rasen mäht. Ein Mower-Job. Mower ist dieser ja, Rasenmäher-Auto-Ding. Und der elektrische Rasenmäher, wo man sitzt. Und ja, es gibt auch Schmelzer und man kann auch zum Beispiel Diamanten oder Gold so verkaufen. Es kommen immer mehr Jobs. Also zum Beispiel gibt es auch Taxifahrer und Busfahrer. So, jetzt gehe ich einfach mal weg vom Job. Ich muss kurz beenden. Ich steige mal aus. Ich bin gerade angegurtet. Ich will lieber angegurtet bleiben. So, geht's schon. Jetzt. Also, Finish Job. Man landet wieder auf den Füßen. Und, ja, jetzt zeige ich euch noch die Straßenschilder. Die sind jetzt gerade vorher reingekommen. Hier haben wir die Deutschlandflagge und wahrscheinlich Hamburg. Ja, das sieht eher amerikanisch aus. Wahrscheinlich noch eine alte Flagge. Vom Spiel her.
So, wo haben wir ein Straßenschild? Eigentlich muss hier bei der Autobahn ein Straßenschild sein. Hier am besten mal so die Autobahn hoch. Jo, währenddessen möchte ich gerne noch, einfach sagen, dass unten in der Videobeschreibung die Daten sind. Kommt aufs Discord, ihr bekommt die IP auch dann. Und ja, werdet sozusagen auch Bewohner der Stadt. Der Lukas Bauer wird euch dann wahrscheinlich auch einführen, weil manche Tasten sind halt ein bisschen schwer zu lernen. Also hier blaue Schilder oder nicht mehr grüne, glaube ich, oder sowas war. Weil wir sind hier in Deutschland sozusagen jetzt. Wir werden auch ein bisschen die Palmen entfernen, weil es ja muss ja Hamburg sein und nicht Los Angeles oder Los Santos. Und genau, es gibt eigentlich viele Sachen. Es gibt zum Beispiel ein Handy. Gerade irgendwie nicht funktioniert. Aus Freiburg, genau, jetzt Deutsch. Da kann man zum Beispiel eingeben, Schweiz, wie ich bin. Schweiz kommt jetzt, dann Switzerland. So, jetzt. Okay. So tut man auch irgendwie komisch herumlaufen. Ein Passcode erstellen, das werde ich später machen. So. Und jetzt sieht man, die Stadtteile heißen auch anders. Und das ist wirklich Hamburg angepasst. Es gibt sicher noch andere Hamburg-Server, aber wir haben Hamburg wirklich durch die vielen Mods einfach genommen. Weil für mich wäre es vielleicht auch Basel oder Zürich oder Genf oder so. Eine Schweizer Stadt, aber das würde vielleicht nicht unbedingt alle sehr wundern, oder in der Schweiz zu leben. Und es gibt einfach nicht so viele Mods dafür. Man müsste alles selber skripten, erstellen und so Sachen. Also der Lukas Bauer, der kann das machen. Aber er braucht halt wirklich lange dazu und er macht schon sehr viel selber. Er mappt zum Beispiel, sieht man zum Beispiel, ja jetzt gerade nicht so, aber dort hinten sind ganz viele Bäume. Die werden einfach noch nicht so gut gerendert. Hier sind wahrscheinlich auch ein paar Bäume hinzugekommen, ja nicht so sehr. Aber sieht man das auf der Map? Man sieht es leider nicht, aber hier sind zum Beispiel ganz viele Bäume dazugekommen. Hier oben sind so ein bisschen Mammutbäume momentan, die werden wieder weggemacht. Der Flughafen wird überarbeitet. Und hier auf dem Mount Chiliad führt eine Straße, also ihr könnt mit dem Auto hochfahren jetzt, ohne diese ja, Steinwege zu benutzen. Und jo, hier ist der Miner-Job für Kohle und Stein. Und hier unten ist der Miner-Job für zum Beispiel Diamanten, Gold, Eisen, Silber und so Sachen. Dann gibt es hier zum Beispiel Taxiunternehmen. Es gibt ja Polizei natürlich. Es gibt hier auch noch die Fahrschule, die müsst ihr machen, damit ihr Auto fahren dürft. Ist ziemlich leicht. Also es ist nicht gerade so extremst umfangreich noch. Wird wahrscheinlich auch nie werden. Weil wir wollen es ja den Spielern nicht gerade so extremst schwer machen, überhaupt ein Auto fahren zu können. Dann gibt es Tattoos auch, ja, das ist normal. Genau, hier kann man schmelzen. Gießerei. Da ist ein Shop. Hier ist auch ein Shop. Der Abschlepphof, Abschleppdienst. Ob das geht, bin ich mir nicht sicher. ADAC, klar. Irgendwas, ein Schaden ist am Auto. Und jo, manche Symbole fehlen einfach auch noch. Zum Beispiel Pharma-Shop hat jetzt auch noch nicht ein Symbol. Ist aber noch nicht komplett fertig ist. Jo. Hier gibt es einen Baumarkt zum Beispiel. So, und ich muss das Video beenden. Ich werde angerufen. Tschüss.